Pulli für den Eder fertig? Hast du den rausgetan, Mutti? Wie käme ich dazu? Aber er ist nicht mehr drinnen. In dem Saustall kann ja auch keiner nichts mehr finden. Mann, das war ich nicht. Also komm. Mei, wenn nur noch die Wolle da ist. Na, dann musst du eben einen neuen stricken. Ist ja nicht so wild. Du weißt doch, ich kann nicht so schnell stricken. Also meinetwegen, ich stricke ihn dir. Danke. Du, aber das ist das letzte Mal. Ja, Mami. Und dafür spülst du morgen ab. Grüß Sie, Herr Eder. Ja, grüß Gott, Frau Berger. Sie entschuldigen es, Herr Eder, dass so lange gedauert hat. Aber Sie wissen ja, wie Kinder sind. Nichts machen's zu end. Aber jetzt, da ist er, der Pulli. Was, noch einen? Ja. Ja, nein, ich meine, noch einen Tag länger, wenn es gedauert hätte, dann wär's zu spät gewesen. Ja, nein, der ist ja wunderbar und so schön gestrickt. Viel gleichmäßiger als wie... Wie wenn man es mit der Maschine strickt, meinst du? Ach so. Ja, Ihre Tochter ist ja die reinste Strickkünstlerin, also das muss ich schon sagen. Ja, schön. Also, dann auf Wiedersehen. Ja, Moment, Frau Berger. Ich hab doch der Hannerl was versprochen. Da ist die Tafel schon klar. Entschuldigen Sie. So, jetzt. Und das bringen Sie ein bisschen und einen ganz schönen Gruß und noch einmal Dankeschön. Also, das ist wirklich sehr, sehr nett von Ihnen. Und hoffentlich passt er Ihnen. Ich meine, der nicht. Ja, ja, dem gefällt er. Ja, der passt. Der gefällt ihm ihr bestimmt, ja. Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Berger. Und noch einmal schönen Dank.